Jo, so, wir sind beim zweiten Part, 60 Seconds, und wir haben hier die Entscheidung. Ich lese das Ganze nochmal vor, ja. Wir sind nicht alleine, es gibt hier eine riesige, zottelige Kaninchenbestie, die sich in einem der Rohre zu verstecken scheint. Manchmal steckt sie ihren Kopf aus und schaut gierig auf unsere armseligen Vorräte. Wir können es nicht zulassen, dass diese Bestie sich daran bedient. Wir können es nicht zulassen, dass sie hier ist, wenn wir schlafen. Und nun haben wir die Auswahl zwischen einer Axt und einem Gewehr, oder wir lassen diese zottelige Bestie einfach eine zottelige Bestie sein. Ich halte davon, vielleicht nicht so viel, sie eine zottelige Bestie zu lassen. In jenem Sinne, der Nahkampf wird eingeleitet mit einer, ja, ist das eine Feuerwehraxt? Es ist eine Axt, so, das muss genügen. Und dann machen wir dem zotteligen Kaninchen mal Feuer unterm Arsch. Oder auch die scharfe Kante der Axt. Kante. Ja, so, ihm geht's wohl noch ganz gut. Gefällt mir. Unsere Dosen sind sicher. Der zottelige Mutant hat Pech. Wir sind wohl immer noch an der Spitze der Nahrungskette. Prima. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Dolores hat seit langem nicht mehr viel gegessen. Und ja, das ist ganz chillig. Ja, ihr seid ja richtig gierig hier. Ja, ihr. Die zwei hier, ich sag's euch. Die schicke ich als nächstes raus. So, es ist einfach ein... Es ist einfach, einen dummen Streit zuzuspitzen, und in einem so kleinen Raum geht es noch einfacher. Wir plauderten miteinander und plötzlich fingen wir aneinander an zu schreien. Hoffentlich geht es bald wieder vorbei. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, was hast du heute gegessen? Nudeln! So, ich weiß auch nicht. So. Okay, bei welchem Tag sind wir denn schon? Tag 14, und uns geht es eigentlich recht gut. Ich glaube, das ist gar nicht mal so bad, wie das Ganze hier verläuft, oder? Ich meine, Munition wäre vielleicht nicht schlecht für das Gewehr. Gasmaske, eine neue, wäre auch nicht schlecht. Aber irgendwie haben wir ja Glück mit der Radioaktivität. Sowas hatte ich auch noch nicht. Ja. Und der Verbandskasten ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir den auch noch immer haben. Ja, fehlt nur noch der Koffer. Dann könnten wir mehrere Dinge zur Expedition mitnehmen. Momentan können wir ja nur eine Sache mitnehmen. So, wir kämpfen nicht mehr, aber für wie lange? Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat heute Mary Jane nichts Neues erlebt. Unser Leben ist kein Märchen, aber Dolores hat heute gute Laune. Ted braucht Wasser. Okay, dann geben wir Ted Wasser. Entweder werden wir hier in diesem kleinen jämmerlichen Bunker hocken, oder wir beginnen Pläne zu schmieden, wie wir aus diesem radioaktiven Ödland fliehen können. Wer hätte es gedacht, dass die Kommunisten unsere wunderschöne Gegend dermaßen zerstören werden? Wir können es selbst tun, natürlich meinen wir damit die Flucht und nicht die Zerstörung. Doch zweifellos gibt es jemanden, der imstande ist, uns zu helfen. Wir müssen wachsam bleiben. Unser geliebtes Radio. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Timmy, geht's gut. Er ist wieder da. Und ihm geht's gut. Und wir haben zu irgendwas wahrscheinlich Kontakt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und er hat das Insektenspray mitgenommen. Das ist wichtig, ja? Das Insektenspray. Wir haben den Kontakt aufgenommen. Es gibt die Armee noch. Und sie wird uns zur Hilfe eilen. Wir müssen nur geduldig warten. Dieser Soldat mit seiner sehr matten Stimme sagte es klar und deutlich. Die Hilfe ist unterwegs. Jetzt müssen wir nur auf weitere Anweisungen warten und unsere Radio betriebsbereit halten. Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland wohlbehaben nach Hause zurückgekehrt mit Insektenspray. Ja? Und Wasser, das gefällt mir. Aber, zuerst zum Text. Am Stadtrat Rand, soll es wahrscheinlich sein, hat es einen großen Touristenparkplatz gegeben. Jetzt ähnelt er eher einem Schrottplatz. Die meisten Fahrzeuge sind angebrannte Wracks und aus manchen qualmt immer noch Rauch. Wir haben beschlossen, manche von denen zu prüfen. Unter den angebrannten Picknicktischen haben wir ein wenig Wasser gefunden. Die Flaschen waren nicht im besten Zustand, aber irgendwas war drin. Ist wohl trinkbar. Klingt für mich jetzt nicht allzu zuverlässig. In einem alten Wrack. Wasserrückstände. Aber gut. Es geht nicht um mich. Ihr macht, was ihr wollt. Seht ihr nicht mehr so toll aus. So, es sieht danach aus, dass die Bombe jemandes idyllischen Picknicks unterbrochen hat. Glücklicherweise waren seine Teilnehmer große Fenster Tomatensuppe, die unzerstörbaren Dosen waren am ganzen Parkplatz verstreut. Mary Jane muss trinken, Timmy muss etwas essen, lalala. Das könnte seine letzte Chance sein, Alter, was ist mit dem passiert? Okay. Mädels wollen wieder trinken, oder?
Dolores braucht trinken, Mary Jane braucht trinken und Timmy braucht essen. So, esst es. Nein, Timmy braucht essen. Und Ted geht's gut, oder? Ah ja, Ted geht's gut. Okay. Ich sagte ja. Sei zu gierig, ja? Mary Jane, come on. Ich glaube, du bist doch stark wie ein Bär. So nach deinem Aussehen zu urteilen, ja? Du machst da alles kaputt. Boah, ich brauch dir nie mal was mitgeben. So. Okay. Wir sind ans Telefon rangegangen und konnten ein erleichtertes Aufatmen der Anrufe hören. Au. Das war gar nicht für Expedition. Au. Ich sollte ans Telefon gehen, ne? Ans. Au. Okay, dann sind wir ans Telefon gegangen. Auch gut. Mary Jane ist ans Telefon gegangen. So. Konnten ein erleichtertes Aufatmen der Anrufer hören. Sie haben sich als die Überlebenden aus der Nachbarstadt Hill Valley vorgestellt. Nach einem kurzen Informationsaustausch war die Leitung tot. Auf ihrer Seite musste etwas kaputt gegangen sein. Wir hoffen, sie rufen uns wieder an. Wir freuten uns sehr, als wir die Tür des Bunkers öffneten. Mary Jane war wieder da. Träumchen. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat Mary Jane nichts Neues erlebt. Naja, also an die Oberfläche. Schon ein bisschen spannend, oder? So, Timmy essen. Timmy essen. Und Dolores geht's gut. Okay, jetzt haben die Kerle Hunger. Schön. Und wir schicken Mary Jane raus. Das hat sie ja eben ganz gut gemacht. Mary Jane ist während der letzten Expedition verletzt worden. Doch sie hat uns darüber nichts erzählt und wir haben es nicht bemerkt. Ui, das war ja auch bis jetzt kein Problem. Wie es scheint, ist ihre Wunde infiziert und ihr geht es ganz schlecht. Wir müssen ihr helfen. Was bedeutet die Axt? Was bedeutet die Axt? Also, ich muss mir einen Berater zur Hand legen, ja? Das ist gerade, ja, das ist, Ja, Machi? Ja. Hast du einen Moment Zeit? Okay, pass auf, folgendes, ne? Ich bin gerade in einem Bunker, ja? Und ich habe meine fette Tochter an die Oberfläche geschickt, ans Telefon, ja? Und die ist halt wieder gekommen und hat eine infizierte Wunde. So. Soll ich es beinahe packen? Soll ich es verbinden oder soll ich gar nichts machen? Wiederhol jetzt nochmal, was du eben gesagt hast. Also, die hat eine infizierte Wunde. Soll ich jetzt das Bein abhacken, sie verbinden oder nichts tun? Bein abhacken. Okay, ich hack das Bein ab. Bis dann, ne? Ne. Ihr habt ihn gehört. Der Seuchendoktor sagt, wir sollen das Bein abhacken. Er kennt sich ja schließlich aus. Okay, dann nehmen wir die Axt zur Hand. Mary Jane, es ist alles ganz schnell vorbei. Und deine Wunde ist auch weg. Scheiße, die Axt ist weg. Wo ist die Axt hin? Axt! Axt! Oh nee. Oh nee. Okay. Als Mary Jane die Axt gesehen hat, hat sie unsere Ansichten falsch verstanden und umgehend versucht, aus dem Bunker zu rumpeln. Zum Glück war sie zu langsam und wir haben sie schnell erwischt und ihre Wunde mit Hilfe der erhitzten Axtklinge schnell desinfizieren können, um zu verhindern, dass sie zu eitern beginnt. Gut, wir mussten uns nicht abhacken, das ist was. So. Jetzt muss ihr Immunsystem die Infektion bekämpfen. Die Axt können wir nicht mehr gebrauchen. Aber da Mary Jane besser aussieht, sind wir der Meinung, dass es wert war. Okay, ich habe mit Abhacken gerechnet. Das ist vielleicht eine bessere Methode, das auszubrennen. Aber gut, Mary Jane geht super. Ja, sie ist nicht besorgt. Nee, hat gerade eine scheiß Axt in die Wunde gelegt bekommen. Aber juckt sie nicht. Nee. So, Timmy hat Hunger, Timmy hat Durst und Ted braucht ein wenig Wasser. Ohne Wasser überlebt er nicht. So ist das. So, Dolo, hier, ne? Gerade erholt, schon musste raus, ich glaube schon. So, was geht mit der mit? Komm.
Karte hat mir schon zu oft überlebt. Ich glaube, nächstes Mal geht die kaputt. Insektenspray, Leute. Und eine Taschenlampe? Nee, Taschenlampe nicht. Ah, ich bin ja unschlüssig. Das Gewehr vielleicht. Komm, ich gebe das Gewehr mit. Hau raus, Dolores. Dolores? Mary Jane. Hau raus, machst du kaputt. So. Okay, 9,5 Flaschen, alles klar. Wasser haben wir auf jeden Fall genug. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Je schneller sie zurück ist, umso besser. So, Timmy hat Hunger, Dolores hat Durst. Und, ja. Ted ist irgendwie... Nee. 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 Ted juckt es gar nicht, was hier vor sich geht. In der Nacht haben wir irgendwelche verdächtigen Geräusche hinter unserer Tür gehört. Als wir am Morgen rausgeschaut haben, haben wir da einen Lederkoffer gesehen. Es stand weder eine Adresse noch ein Name drauf. Aber wir sind ziemlich sicher, dass er für uns bestimmt ist. Ah, sollten wir ihn öffnen? Das ist die Frage. Ich tendiere zu nein. Vorräte haben wir genug. Das Risiko will ich jetzt nicht eingehen, dass irgendeine Scheiße passiert. Würde ja im Zweifelsfall sagen, wir haben Verbandskasten, kein Ding, aber den will ich auch später noch haben, ne? An sowas scheitert's. So, es ist ziemlich einfach. Wenn wir nicht wissen, woher etwas kommt, können wir dem nicht vertrauen. Es ist ausgeschlossen, wir nehmen das Geschenk nicht an. Wir haben es draußen stehen lassen. Vielleicht würde es eine Kakerlake haben wollen. Eine besonders große Kakerlake, die Krawatte. Die Krawatten, gelegentlich eine Zigarren. Und natürlich Lederkoffer gern hat. Timmy hat sich erholt. Wenn es etwas über Dolores zu gehen hat, würde es hier stehen. Ted beschwert sich nicht. Allen geht's super puper. Okay, das Klopfen an unserer Tür könnte Probleme bedeuten. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Menschen an der anderen Seite der Tür hatten wir beschlossen, diese leicht zu öffnen. Es stellte sich heraus, dass dies nur eine Gruppe von älteren Frauen war, die zusammen Tee getrunken hatten, als die Bombe eingeschlagen hatte. Wir wollten höflich sein und öffneten die Tür. Sofort fielen die alten Schabracken mit Regenschirmen, Stäben und sogar mit etwas, was wie ein mit Dornen gespicktes Tischbein aussah, über uns her. Wir müssen zurückschlagen. Ich sag's euch, das Insektenspray, ja? Ich habe es gesagt. Dieses Insektenspray wird alle wrecken, ja? Das ist fucking Insektenspray, ja? Das macht alle kaputt. So. So ist es. Genau, alles gut hier. Allen geht's super. Insektenspray klärt, Leute. Der Insektenspray dient gewöhnlich dazu, die Insekten vollständig zu bekämpfen. Aber es sieht ganz danach aus, dass es eben ein ebenso geeignetes Mittel sei, die Räuber zu bekämpfen. Wenn man zwischen die Augen zieht, treten die Reaktionen unverzüglich auf. Im Moment sind wir sicher, aber wie lange reicht dieses Mittel aus, um die Räuber ein zweites Mal zu verjagen? Ah, naja, ich hoffe, Mary Jane bringt die Pumpe schön und unbeschädigt wieder. Timmy bevorzugt Apfelsaft, jetzt muss er wohl Wasser bekommen. Okay, ihr wollt trinken, du willst essen. Wasser brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Essen könnte vielleicht knapp werden die nächsten Tage. Okay, der Mülleimer ist mit Dosensuppe überfüllt und der Korb in der Ecke ist randvoll. Es sieht danach aus, dass sich um die Eimer riesige, seltsame, funkelnde Insekten scharen. Vorkriegskakerlaken waren kleiner, oder? Aber wir haben auch nichts zu bekämpfen. Einen Fuß kann man ja nicht nehmen, es muss ja ein Buch sein. Oder Insektenspray. Aber wenn man sowas nicht hat, dann... Oh, fuck. Dann ist man natürlich aufgeschmissen. So. Warte. Was haben wir hier? Oho, etwas markiert. Sympathisch. So. Scheiße, guck mal, wie groß dies etwas ist. Und dort läuft ein nächstes, doch größere Kakerlaken-Invasion. Noch größere Kakerlaken-Invasion. Wir sind verloren. Timmy ist sehr mutig, trotz schrecklicher Umstände und Gefahren, die auf uns warten. Dolores muss manchmal trinken. Ted geht es gut, obwohl die Welt zum Teufel gegangen ist. So, in der Nacht haben wir irgendwelche verdächtigen Geräusche hinter unserer Tür gehört. Als wir am Morgen rausgeschaut haben wir da einen Lederkoffer gesehen. Es stand wieder eine Adresse, noch ein Name drauf. Ha! Mann, da kommt wieder einer. Wenn nicht eben...
Wenn eben nicht geöffnet, warum denn jetzt, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Okay, ich öffne nicht. Ich öffne nicht. Nein, 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 nein. Sowas mache ich nicht. Nee, nee, nee. Obwohl, Essen hätten wir vielleicht gebraucht. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. So, es ist ziemlich einfach. Wenn wir nicht wissen, wo etwas kommt, blabla, das hatten wir schon. Timmy ist total erschöpft. Ein ruhiger Tag für Dolores. Ted ist erschöpft. Okay, das gefällt mir gar nicht. Aber Dolores ist ja noch ganz gut. Die können wir vielleicht auf die Expedition schicken das nächste Mal. Würde ich gerne machen. Wir wissen, dass es draußen eine Räuberbande gibt, die neben unserem Bunker zeltet. Aber wir sind nicht ganz machtlos. Vielleicht könnten wir mit ein wenig Glück und Kraft ihnen zeigen, dass wir mit uns nicht zu spaßen ist. Wir können sie alle zwar nicht ermorden, aber es ist ein Versuch wert. Ich glaube nicht, vor allem nicht ohne Waffe. Wir brauchen das Insektenspray, Leute. Dann machen wir alles kaputt. Das verdammte Insektenspray. Okay, Mary Jane ist wieder da. Die Pumpe ist da. Das ist neu. Und hier ist ein Koffer. Und zwar nicht den, den wir gefunden, den man uns schenken wollte. Und wir haben Suppe. Okay. Hervorragend, oder? So, nach außen zu gehen und diese Bestien zu provozieren, ist das Letzte, was wir machen wollen. Wir haben einfach keine Chance gegen sie. Das ist hart, aber wahr, im Vergleich zu ihnen sind wir harmlose, zarte Blumen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir das Gewehr. Wir freuen uns sehr, als wir die Tür des Bunkers öffneten. Mary Jane war wieder da, das Gewehr ist da. Timmy sieht vielleicht unscheinbar aus, aber er hat vor der Explosion zumindest an ein paar Schlägereien teilgenommen. So sieht er auch aus. Das ist ein richtiger Schlägertyp, seht ihr? Sein letzter Sieg bestand darin, dass er ein Kind namens Ethan mit dem Stock durchgeprügelt hat. Die Eltern Ethans waren wütend und haben uns zu sich eingeladen, um die Situation durchzudiskutieren. Bevor wir aber geschafft haben, den Termin festzulegen, wurde die Welt durch das Chaos beherrscht. Während unseres Ausflugs haben wir das Haus unserer Bekannten gefunden. Wir haben geklopft, keiner hat aber reagiert, deswegen sind wir ohne Hemmungen in das Haus eingetreten. Diese Menschen waren nach der Tomatensuppe verrückt. In der Küche lagen überall Dosen, die meisten Dosen waren durchgelöchert, so dass die Tomaten Ambrosia auf den Fußboden ausgelaufen ist. Aber einige von ihnen haben die Explosion überstanden. Ist ja auch die verdammte Tomatensuppe, ja, die hält allem stand. Hinter den elenden Überresten der Küchenplatte haben wir ein paar Wasserflaschen erblickt. Wir haben ja nicht genug Wasser, oder, Kappa? Ah, die sind leider nicht von unserem Lieblingshersteller, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ihre Garage war leer, das macht mich traurig. Es sah danach aus, dass sie kurz vor der Apokalypse in Urlaub weit weggefahren waren. Vielleicht haben sie sogar überlebt, sie haben jedoch ein paar leere Koffer hinterlassen. Wie ironisch. Sie werden wohl nicht beleidigt sein, wenn wir uns einen ausleihen. Mary Jane ist hungrig. Wir können nicht zulassen, dass Timmy länger durstig ist und Dolores fühlt sich wohl. War Dolores? Ah, okay. Mary Jane ist hungrig. Okay. Also. Moment, nochmal. Ted ist Hunger. Ist Hunger. Und Timmy ist durstig, oder? Ja, Timmy ist durstig. So ist es. Und wir schicken auf Expedition. Timmy nochmal, denn Timmy hat's drauf. Das ist ein Schläger. Das seht ihr. So, entweder sind wir verrückt oder dieser Bunker ist voll mit die kleinen Insekten. Mit die kleinen Insekten, genau. Oder noch schlimmer, das ist ja schlimmer. Das sind keine Insekten, sondern die Spinnen. Und die sind keine kleinen Spinnchen, sondern riesige, zottelige und gruselige Spinnenbestien. Wir müssen etwas damit tun. Verdammt. Das ist so... Na, der Verbandskasten ist halt viel zu rar dafür. Nee, sowas mache ich nicht. Wir werden einen anderen Weg finden, ja? Wir werden einen anderen Weg finden, aber ich werde nicht mal Verbandskasten für verdammte Insekten verschwenden. Hier geht eine mutierte Kakerlake. Okay, kriegen wir auch irgendwie die Fliege. Hungrig, müde, Flüssigkeitsverlust, wenn man auch urinieren. So, wir haben gedacht, dass wir diese Spinnen durch den Einsatz von unseren bloßen Händen, Füßen oder anderen Körperteilen loswerden können.
Leider haben wir unsere Chancen überschätzt, die Spinnen sind verdammt schnell. Alles, was wir erreicht haben, war eine enorme Müdigkeit. Vielleicht werden wir nächstes Mal mehr Glück haben. Mary Jane verdient Essen, Timmy verdient Essen, Timmy ist müde. Dolores braucht Trinken. Okay. Okay. Die Kinder brauchen Essen, Dolores braucht Wasser. Oh. Ted sieht aus, als würde er mit einem Bein im Grab sein. Okay, dann kriegt er nochmal Wasser. Also warte, ich muss nochmal... Okay, die Kinder essen und Ted trinken. So. So, so, so. Ach, warte, jetzt kann Timmy nicht mehr raus. Dolores! Koffer könnte ich ihm mitgeben, aber wäre eigentlich nicht so nützlich. Weil, warum? Nein, brauche ich nicht. Noch nicht. Es macht Sinn, wenn ich irgendwie eine Gasmaske habe. Oder Dinge, welche unterstützen. Und dann noch eine Waffe zum Beispiel. So, wir nehmen mit. Ich glaube, ich nehme die Taschenlampe mit. Ja, ja. Schau, was du in meiner Taschenlampe findest. Kann sein, dass wir noch gar nichts verloren haben, außer der Gasmaske. Die Gasmaske halte ich auch nicht bei einer richtigen Expedition. So, Mary Jane verdient Essen. Mary Jane bittet Trinken. Timmy ist sehr mutig. Und Dolores ist nach oben gegangen. Okay. Also Mary Jane ist die einzige, welche Bedarf hat. Was macht Ted so? Nichts Besonderes, Ruhestille, keine Sensation. Mary Jane, unser Hauptverbraucher. Not serious, oder? Das Militär sendet wieder. Sie sagten, dass der erste Schritt ist, dass der erste Schritt ist, alle Überlebenden zu lokalisieren. Heute Abend wird ein Flugzeug über unsere Gegend fliegen und wir sollten draußen sein, um Signale mit der Taschenlampe zu geben. Was ein Müll, verdammt! Ich hatte es noch so im Hinterkopf. Ja, jetzt kommt es wahrscheinlich, wenn sie weg ist. Leckt mich fett. Ah, das ist ärgerlich. Die Flugzeuge oder was auch immer sie hingeschickt haben, müssen warten. Sie sind sich stattdessen überhaupt bewusst, wie teuer Batterien für Taschenlampen heutzutage sind. Besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, nachdem es zu völligem Zusammenbruch gekommen ist. Kann man das noch wirtschaftlich nennen? Ich weiß nicht. Mary Jane fühlt sich sicher. Wasser für Timmy. Okay. Vorratstechnisch sieht gut aus. Rettung könnte besser sein. Aber ist auch nicht schlecht. Also eigentlich recht gut sind sie aufgestellt. Keiner ist krank, wir haben noch einen Verbandskasten. Gasmaske könnte ganz sein, aber das Glück wollen wir nicht herausfordern. So, es gibt nichts Ärgerlicheres, als die Stille aus unserem Radio kommt. Die aus unserem Radio kommt. Keine Musik, keine Beiträge, lala. Okay, anzustarren hilft nicht, dann machen wir es an. Warum sollte man nicht? Vielleicht geht's kaputt. Vom Anmachen. Kennt ihr doch, oder? Kappa. So. Wir haben alles gemacht, was wir konnten. Können aber weiterhin nichts hören. Verdammt nochmal, Mary Jane sagt, dass es ihr gut geht. Und da sehe ich zwar auch, Timmy ist mutig und Ted wünscht sich Wasser. Dann soll Ted jenes Wasser auch bekommen. Der Rest braucht nichts. Und noch ein paar Stunden mit diesem verdammten Husten und wir spucken die Lungen aus. Unser Ventilator hat den Schlag getroffen und er pfeift aus dem letzten Loch. Die Luft in dem Bunker rührt sich fast gar nicht mehr. Wir müssen diese Installation reparieren, bevor wir hier ersticken wie Ratten in einer Falle. Ah, diese verdammte Taschenlampe. Diese gottverdammte Taschenlampe. Wir können nichts dagegen machen. Hoffentlich ersticken wir nicht. Ja, uncool. Aber hier kommt jemand in den Bunker hinein und ihm geht's gut. Träumchen. Und die Taschenlampe ist auch noch da. Sag mal, wir haben heute einen Lack. Es ist unglaublich. So. Okay. Wir haben uns dafür entschieden, die Probleme mit der Belüftung zu ignorieren und uns auf andere Sachen zu konzentrieren. Es führte zu beschwerlichen Hustenabfällen und Atemschwierigkeiten bei uns am nächsten Morgen, aber hat sich die Situation verbessert. Der Grund für diese Probleme bleibt für uns ein Rätsel. Das Wichtigste, dass alles wieder in Ordnung ist. So ist es. Wir haben uns sehr gefreut, dass Dolores unverletzt aus dem Ödland zurückgekehrt ist und unsere Taschenlampe mitgebracht hat. Zu unserer Überraschung hat sich herausgestellt, dass die Haupt-U-Bahn-Station von einer Gruppe von Überlebenden bewohnt wird, die Munition als Währung benutzten.
Die Bewohner der U-Bahn waren bewaffnet und nicht besonders höflich, aber sie haben uns erlaubt, uns in der U-Bahn-Station umzuschauen. Hauptsache, wir fassen ihre Sachen nicht an. Wie immer steht wir, aber sie war doch alleine. Hinterfragen wir nicht. Sie und ihr Gewehr. Genau so ist es, oder? Nee, sie und der verdammte Taschenlampe. So, wir hätten ja eine Gelegenheit verpasst, um ein bisschen Wasser zu ergattern, weil wir natürlich überhaupt nicht genug haben, Kappa. Deswegen haben wir auch gar nicht gezögert, als wir Toiletten gefunden haben. Alle uns zur Verfügung stehenden Flaschen mit diesem radioaktiven schlammigen Flüssigkeit zu befüllen. Lecker! Nach dem Betreten der U-Bahn-Station sind wir direkt auf einen Automaten mit Tomatensuppe gestoßen. Wer kennt sie nicht? Die altbewährten Tomatensuppe-Automaten. Zum Glück haben wir in der Tasche ein bisschen Kleingeld gefunden. Ach, Insektenspray. Jawohl, Leute. Unsere verdammte Waffe. Insektenspray. Das braucht die Welt. In der Nähe von Fahrkartenschaltern befand sich ein kleiner Raum für Reinigungskräfte. Wir haben auf irgendeine Seife gehofft, um uns endlich waschen zu können, aber wir haben nur eine Dose des Insektensprays vorgefunden. Mary Jane bittet, dass wir für sie etwas zu trinken finden. Nichts Neues bei Timmy. Dolores ist da. Okay. Timmy will Hunger. Timmy will Hunger. Genau. Genau so ist es. Okay, Mary Jane trinken und Dolores essen. Schön. So. Oh, hier. Schaut euch mal die Vorräte an, ja? Schaut euch mal die Vorräte an. Okay. Das ist ein verdammt guter Run. So, wir haben heute Besuch von einem jungen Mann bekommen, der sich um seine Zwillingsschwester sorgt. Sie ist vor kurzem in einem Räuberlager verloren gegangen, als sie versucht hat, die Pläne der neuen Räuberfestung in ihre Hände zu bekommen. Er scheint uns völlig zu vertrauen und ist sehr freundlich. Er bittet uns darum, dass wir ihm in der Stunde der Not zu Hilfe kommen und verspricht, dass wir es bestimmt nicht bereuen werden. Naja. Geht nicht. Die sind alle ein bisschen am Arsch. So sehen sie auch aus. Sind alle etwas erschöpft. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Erschöpft, müde, erschöpft. Okay. Kann Mary Jane raus? Ich glaube nicht mit müde. Nein. So, in Anbetracht unserer Lage werden wir wohl nicht auszugehen, um Kopf und Kragen für irgendwelche Fremden zu riskieren. Zumindest nicht heute. Vielleicht am nächsten Dienstag. Genau, daran denke ich auch. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer würde das nicht in diesem sarggroßen Bunker? Timmy bevorzugt Apfelsaft, jetzt kriegt er Wasser. Lala, Dolores, Timmy und Ted. So. Okay, das Ödland. Okay, Expedition. Lala. Weiter da, schon Tag 29. Uiuiui. Uiuiui. Okay. Wir haben einen Händler, wie es scheint. Seit kurzem hören wir komische Geräusche. Kommen sie von draußen oder versteckt sich jemand in unserem Bunker? Ist es möglich? Wir haben nichts gefunden und wir fühlen uns, als ob wir verrückt wären. Wahrscheinlich sollten wir uns mit etwas beschäftigen, bevor es schlimmer wird. Okay, die Leute werden hier ein bisschen crank und wollen sich beschäftigen. Geht aber schlecht. Dreht das Radio auf, Leute. Und so schade, dass es nicht zur Auswahl ist. So, Tag 30. Oi. Okay, was hier vorgefallen ist, seht ihr in der nächsten Folge. In Part 3. Und dann würde ich mal sagen, ciao.